Ja, und herzlich willkommen zu diesem Video hier. Und heute geht es um das Thema MQLs, also Marketing Qualified Leads und Vertrieb. Ja, letztens habe ich ein Video gesehen, oder mehrere Videos sogar von Dirk Kräuter, und da hat mir irgendwie Inspiration gegeben, da wo er immer wieder sich wiederholend sozusagen darüber äußert, dass der Vertrieb eine Sache ist und der Marketing eine andere Sache. Das heißt, der Vertrieb sich nicht um die Leads kümmern soll, sondern dass die Aufgabe vom Vertrieb ist, quasi Leads in zahlende Kunden zu verwandeln. Und auf der anderen Seite gibt es das Marketing, deren Aufgabe ist es wiederum, MQLs, also Leads, zu erzeugen. Ja? Und in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, ja, weil viele wahrscheinlich auch aus der IT-Branche sehen dieses Video von Dirk Kräuter und fragen sich dann, okay, wie kann ich das Ganze für mich umsetzen? Und dann möchte ich einfach hier nochmal ein paar Insights geben in dieser Videoserie, insbesondere für den IT-Markt, also IT-Software-Entwickler, sei es jetzt ein Solo-Entrepreneur, der sich gerade erst selbstständig gemacht hat, bis hin zu großen Systemhäusern mit 2000 Mitarbeitern. Gehört alles zu meinem Kundenkreis und da habe ich schon, also jetzt viele, viele Jahre vielen Unternehmern, klein wie groß, wie auch mittelgroß, helfen können. Ja? Wenn ich heute nicht ganz so spritzig bin, möchte ich mich gerne im Voraus entschuldigen. Ich hatte gestern Nacht quasi Darmgrippe und hatte nur sehr wenig Schlaf. Und ja, ich fühle mich, sagen wir mal, ungefähr 5 Kilo leichter. Ne? Das sagt, glaube ich, alles. Also, war vielleicht auch mal wieder nötig. Ne? So gar nicht so ungesund, dass ab und zu mal der Darm durchgeräumt wird. Ja, man merkt's. Also, ich möchte heute mal das Thema, wie gesagt, MQLs und Vertrieb und so weiter. Es gibt da natürlich noch ganz viele Nuancen. Es gibt also viel, viel mehr als wie einfach nur das Marketing, welches die MQLs erzeugt. Ne? Und dann werden diese MQLs zum Vertrieb gegeben. Und der Vertrieb freut sich und sagt sich, okay, cool, her mit dem MQLs, also mit den Market Qualified Leads. Ich versuche jetzt möglichst viel davon zu verwandeln in zahlende Kunden. Sonst gibt dazwischen auch noch ganz viele verschiedene Schattierungen und unterschiedlichster Qualifikationsstufen. Ja, also dazu kommen wir jetzt, genau. Und ich möchte hierzu einfach mal eine grundsätzliche Sache aufgreifen, und das ist die Webseite. Die Webseite als zentrales, also ich sagen, als zentraler Hub oder als auch zentrale Funktion eines jeden Unternehmens, egal ob du als Solo-Entrepreneur bist oder großes Systemhaus, für die Generierung von MQLs. Warum? Ich weiß, Social Media, Riesenboom nach wie vor, vielleicht mehr denn je, ja, LinkedIn, dies, das, jenes. Aber letztendlich nur das, was auf deiner Webseite, auf deiner Domain, das ist dein Besitz, ja, du kannst auch Zielgruppenbesitz aufbauen, Followerschaften und so weiter und so weiter. Aber wenn du halt, in Facebook hatten wir das die letzten Jahre immer wieder, ne? Du baust dir da in Facebook groß was auf und so weiter und dann irgendeine Bestimmung, verstößt gegen irgendeine Bestimmung und zack, ja, ist dein Account geschlossen. Ja, also ganze Social Media Agenturen konnten da, also hatten da immense Probleme, weil sie quasi ihre Kunden nicht mehr bedienen konnten, weil irgendwie ein Account geschlossen wurde, also irgendeinen unerdenklichen Grund und so weiter. Oder in YouTube, ja, kommt nicht so häufig vor, aber auch da ist es halt so, dass, also YouTube ist relativ stabil, aber auch da gibt es schon einige, deren Videos dann einfach weggenommen wurden und so weiter. Also auf jeden Fall, long story short, Zielgruppenbesitz ist nicht unbedingt eine Followerschaft auf irgendeinem Social Media Kanal. Auch das hat einen gewissen Wert. Das wird auch in Zukunft vielleicht sich noch ein bisschen ändern. Eventuell wird es sogar sowas geben wie eine Social-Media-Steuer eines Tages. Ne? Das wird sozusagen, naja, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Okay, heute gehen wir auf das Thema Webseite ein. Ja? Also jetzt mal angenommen, das ist hier die Webseite. Ja. Und dann gibt es hier natürlich verschiedenste Möglichkeiten, wie du hier Besucher anziehen kannst. Ne? Du hast hier Suchmaschinenoptimierung, also SEO, du hast hier SEA, ja, und du hast generell, also intrinsisch motivierte Suchanfragen über Google. Du hast hier einfach Suchanfragen organischer Art über Google, wo du kein CPC direkt bezahlst, sondern über Content Marketing. Dann hast du generell einfach noch Social Media. Kürzt jetzt mal mit SM ab. Dann hast du LinkedIn, die gängigen halt, YouTube,
mittlerweile kommt vielleicht TikTok noch, Instagram, Facebook. Ja, so viele gibt es ja auch gar nicht. Dann ist noch irgendwelche, vielleicht Spotify, irgendwelche Podcast-Kanäle und so weiter. Ne? Und dann gibt es natürlich auch noch, nicht zu vergessen, ja, Presse. Ja. Also generell und einfach Networks. Netzwerke und Ads. Das ist letztendlich sowas wie, wenn du sagst, okay, ich rufe jetzt chip.de an, ja, als IT-Experte, ja, und mache dort einen Deal, dass die meine Banner zeigen und solche Geschichten. Aber das ist eigentlich etwas, was sich nur wirklich für große Firmen lohnt, weil hier die Präzision einfach nicht so wirklich gegeben ist, ja, nach wie vor. Und es relativ viel Geld kostet auch. Ja. Also dieses ganze Public Relation und so ist eigentlich eher für größere Firmen, würde ich mal sagen, für kleine vielleicht noch nicht so, aber es gibt es auch noch. Und jetzt haben wir hier natürlich, hier dadurch erzeugen wir Sichtbarkeit. Ja, also das ist ein ganz großes Thema. Gestern hatte ich auch erst wieder ein Meeting oder mehrere Meetings sogar mit Agenturen und Systemhäusern und so weiter, die jetzt massiv investieren. Zum Beispiel, da war ein Oracle-Systemhaus dabei, denen es wirklich gut geht. Ja? Aber die jetzt massiv investieren in dieses Thema Sichtbarkeit. Ja? Und was halt viele dabei vergessen, ist, dass hier die Sichtbarkeit letztendlich darauf hinauslaufen soll, dass du hier Besucher, ja, auf deine Webseite bekommst. Ja, und dann hast du hier deine Navigation, dann hast du hier deine Unterseiten, Seite 1, Seite 2, Seite 3. Ja, hier hast du vielleicht Kontakt, hier hast du Portfolio, ja, hier hast du Kontakt und hier hast du, keine Ahnung was, Dienstleistungen, Beratung. Ja, und so weiter. Mit den Unterseiten gehst du immer konkreter rein. Und du hast natürlich, wenn die Website relativ gut aufgebaut ist, hier überall CTAs. Ne? Also CTAs sind gleich Call to Action. Und der erste Call to Action sollte generell immer above default sein. Ja? Aber das ist jetzt nicht so richtig Thema des Videos, wie du eine Website aufbaust. Aber nur um zu sagen, es gibt dann auf deiner Webseite eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten. Ja? Das heißt, du gibst also hier, du investierst hier eventuell massiv in Online-Marketing, um MQLs zu erzeugen. Das heißt, all das hat, ich versuche das nochmal mit einer anderen Farbe zu machen, hat nur ein Ziel, ja, die Erzeugung von MQLs, also einfach Interessenten. MQLs ist nichts anderes als Interessenten, die noch konvertiert werden müssen in zahlende Kunden. Und jetzt ist der entscheidende Punkt. Wenn es heißt, Vertrieb, der soll sich um dieses Thema überhaupt nicht kümmern, das ist das Thema des Marketing, dann ist es aber immer noch mal ein Unterschied, denn es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie du MQLs erzeugst. Also, mal ein konkretes Beispiel. Ein Besucher, du erzeugst einen neuen Besucher. Sagen wir mal, Lieschen Müller. Ja? Über SEO, SEA, ist völlig egal. Social Media, postest da, gibt es ganz viel Gas. Und dann kommt hier Lieschen Müller auf deine Webseite. Ja? Lisa, kommt hier drauf. Und dann ist hier zum Beispiel die Möglichkeit, was, einen Download zu machen, ja? Eintragen, ich hoffe zumindest, dass du hier eine Möglichkeit hast, sich einzutragen, ja, um den Download zu machen. Aber wenn du einfach nur einen Download hergibst und die trägt sie nicht ein, dann hast du keine Kontaktdaten, aber der Download ist raus. Gibt es unterschiedliche Strategien, es gibt beides, parallel und so weiter. Dann kann die Lisa, kann sich zum Beispiel hier dann aufhalten, sucht sich hier ihr individuelles Thema raus. Das ist wirklich nur ein Beispiel, ja, zum Beispiel Dienstleistungen oder Portfolio. Schaut sich da ein bisschen um. Im Portfolio gibt es zum Beispiel wieder drei Unterseiten, wo Lisa drauf geht zum Thema CRM und dann hier zum Thema ERP,
Ja, und dann zum Thema E-Shop und dann war die hier, sag mal, die ist auf dem Thema CRM gelandet. Die Lisa ist jetzt hier, hat noch nirgendwo was runtergeladen, hat sich einfach nur informiert. Ja. Und dann hat sie die Informationen so gelesen, was auf der auf dieser Unter-Unter-Webseite dann steht von diesem Systemhaus und hat sich informiert und das reicht jetzt erstmal. Okay, es gibt ganz viele Besucher, die einfach nicht in, so gesehen, in diesen Art von MQL hier konvertieren, dass du sagen kannst, naja, Lisa ist jetzt hier drauf, hat sich hier umgeschaut, ist auf die Unterseite Portfolio, Dienstleistungen, you name it, und dann ist er auf die Unterseite CRM und dann gibt es hier ein PDF zum Download und da muss sie ihren Namen eingeben, Lisa, und ihre fiktive, jetzt in dem Fall fiktive E-Mail-Adresse, Lisa, @, keine Ahnung was, ja. Und jetzt weißt du, okay, das war die Lisa von der Firma sowieso. Im Idealfall weißt du über die Domainname dann auch, von welcher Firma sie stammt. Oder es könnte auch ein Webinar sein, wo sie sich eingetragen hat. Und du weißt gleichzeitig, zu welchem Thema sie sich interessiert. Und dann kannst du sie natürlich dann über Follow-up-E-Mails sozusagen versuchen zu konvertieren, zu deinem Kunden zu konvertieren. Und hier geht es eigentlich schon los. Ja. Was fragst du in diesem Feld ab? Also da streiten sich die Geister der Experten. Manche sagen, ich zoome hier mal kurz rein. Ja. Dieser Call to Action, das kann hier zum Beispiel so ein Formularfeld sein, wo man hier Name eintippen muss und E-Mail. Ja, dann habe ich im Idealfall den Namen und die E-Mail von dem Interessenten, aber ich hätte mir noch nicht seine Telefonnummer, wenn ich gerne mit ihm sprechen wollen würde. Also ich kann ihm jetzt theoretisch E-Mailen, was schon sehr wichtig und sehr gut ist, ja, wenn die E-Mail stimmen sollte. Aber ich hätte vielleicht noch ganz gerne die Telefonnummer. Ja. Und wenn ich aber das hier noch mit reinnehme, quasi den Call to Action, das Anmeldeformular eben noch erweitere, schwindet die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute da das ausfüllen und sich überhaupt das anmelden. Ja? Das heißt, desto mehr Felder ich hier angebe, desto mehr Informationen habe ich von meinem Interessenten. Aber desto weniger prozentual werden sie sich eintragen. Das ist so, ja, so ein ungeschriebenes Gesetz, ist ja auch irgendwo logisch, ne? Weil die Leute sind faul, die Leute geben nicht gerne ihre Daten raus und so weiter. Manche Online-Marketing-Experten sagen sogar, ich hole mir erstmal nur die E-Mail-Adresse. Ich möchte gar nicht wissen, wie die Person heißt. Naja, gut. Und hier fängt es nämlich schon an. Das hier, egal wie viele Felder du da hast, das ist ja alles MQL. Und die Frage ist, möchtest du das jetzt an deinem Vertrieb übergeben? Möchtest du jetzt deinem Vertrieb übergeben, eine Liste von Leuten, die ihren Namen, ihre E-Mail weiter nichts eingetragen haben, oder vielleicht sogar nur ihre E-Mail, und von denen du weißt, dass sie sich ein PDF oder ein Webinar zu einem ganz bestimmten Thema runtergeladen haben. Möchtest du das bereits deinem Vertrieb geben oder ist es noch zu früh? Verlangt es dann noch eine sogenannte Vorqualifizierung? Das heißt, hier gibt es noch eine Zwischenstufe zwischen MQL-Erzeugung über Online-Marketing-Maßnahmen, all das, was es halt so gibt, you name it, und der eigentlichen Tätigkeit des Sales Managers oder Sales Spezialisten, der eine Lösung ganz besonders kennt, zum Beispiel hier sich mit E-Commerce, mit CRM sehr gut auskennt in diesem Fall und dann die Lisa anrufen würde und versuchen würde, in mehreren Calls wahrscheinlich erst, nicht gleich beim ersten Call, diesen Kunden zu konvertieren, diesen Interessenten in einen Kunden zu konvertieren. Das heißt, da gibt es noch ganz viele Zwischenstufen. Das heißt aber auch, was viele vergessen, es gibt nämlich hier bereits, also wenn hier Lisa, jetzt machen wir mal einen Herrn, also hier kommt Markus, ein Interessent, Markus, ja, kommt auf die Webseite, interessiert sich ebenfalls für das Thema CRM. Geht jetzt hier auf die Unterseite Portfolio, sieht dann den Link zum Thema CRM
und macht aber diesen Download nicht, dieses PDF. Gibt hier keine, überhaupt gar nichts an. Ist das auch ein MQL? War ein Interessent, für den habe ich hier investiert, war auf meiner Webseite. Und die Sache ist, der ist ja noch anonym. Der hat seine Anonymität, der war noch nicht bereit, seine Anonymität aufzugeben, aus welchen Gründen auch immer, um sich hier Informationen von meiner Webseite zu holen oder sich irgendwo einzutragen. Aber auch das kann ich mit einer ganz bestimmten Methode und ganz bestimmte Tools und so weiter, die ich jetzt hier nicht verraten werde, wenn dich das interessiert, einfach hier unten für eine kostenlose Strategie-Session melden bei mir. Auch den kannst du quasi nachqualifizieren. Also selbst anonyme Interessenten, anonyme Besucher auf deine Webseite, die keinen Namen und nichts hinterlassen haben, selbst die kannst du über bestimmte Prozesse, Methoden, Tools, Kombinationen daraus und natürlich auch Know-how und Skills, wie es geht, herausfinden. Ja? Ist ein bisschen mühsamer, ist ja klar. Dafür hast du aber wesentlich mehr Besucher quasi, die du theoretisch in einen Interessenten, in einen Käufer, zahlenden Kunden verwandeln kannst. Also du versuchst natürlich das Maximum an Besucher auf deiner Webseite, ja, in deinen Funnel mit reinzunehmen. Und jetzt stellt sich halt die ganz große Frage. Wenn es doch die Aufgabe des Marketing ist, vielleicht mal hier, ich liebe Orange, oder Orange ist die Farbe der Hoffnung, wenn das hier alles doch die Aufgabe des Marketings ist, ja, diese ganze Vorarbeit zu leisten und hier dann einen, sagen wir mal, einen MQL, wo wir jetzt den Namen wissen, die E-Mail-Adresse, seinen Interessenbereich, seinen Bedarf vielleicht, sogar von welcher Firma er ist und so weiter. Und den dann zu verwandeln, anzurufen und dann über mehrere Steps, Erstcall, Demo-Call, kostenlosen Analyse-Workshop etc. dann zu verwandeln, das ist doch die Aufgabe des Sales. Ja. Okay. Das ist die Aufgabe des Sales, ja, und das ist die Aufgabe des Marketing, ja, gemäß Dirk Kräuter ebenfalls. Und dann ist doch hier eine Lücke. Na, dann ist doch hier eine Lücke zu all den MQLs, wo wir weder wissen, wer das genau ist, na, weil wir, oder woher die genau sind, oder wo wir nicht genügend Daten haben. Ja, um sie zum Vertrieb zu schicken, aber gleichzeitig schon genug investiert haben, um hier Ansätze zu fahren für eine zusätzliche Qualifizierungsstufe. Und das hier in der Mitte, das ist das, was wir sehr häufig bei unseren Kunden mit einbauen, beraten oder auch operativ leisten. Und das ist die sogenannte eine Vorqualifizierungsstufe. Ja, das ist eine Vorqualifizierungsstufe. Im Fachjargon, in der SAP-Welt heißt es zum Beispiel auch Demand Generation, ja, und solche Sachen. Aber es gibt viele Wörter für verschiedene Dinge. Aber letztendlich ist es eine Vorqualifizierungsstufe, die sau, sau wichtig ist. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Typen von Menschen oder Mitarbeitern machen diese? Und das hier, ist es jetzt die Aufgabe des Marketing, ja, oder ist es die Aufgabe des Vertrieblers? Muss da ein Vertriebler sitzen, der diese Vorqualifizierung macht, quasi, der eigentlich mit dem so eigentlich Marketing nichts zu tun hat, aber auch mit dem Sales, weil die MQLs noch nicht so weit sind, noch nicht so weit qualifiziert sind? Die richtige Antwort auf diese Frage lautet, hier müssen Leute sitzen, die von Marketing und Vertrieb eine Ahnung haben, ja, gleichzeitig müssen beide Welten verstehen, ja, denn diese Leads, die sind manchmal ein bisschen mehr auf der Seite und manchmal mehr ein bisschen auf der Seite, sprich, die brauchen manchmal noch hier Informationen einfach nur und manchmal brauchen sie aber auch schon Überzeugung, dass wir sie in Richtung Vertrieb und Konvertierung in zahlende Kunden
von Interessenten. Das heißt, die müssen beide Welten verstehen, müssen von beiden Know-how haben und insbesondere, ganz besondere, von dem hier Telefonakquise. Ja, das kann kein, das was hier passiert und die genauen Dinge, wenn dich interessiert, wie gesagt, dann melde dich bei mir, dann können wir gerne mal über einen Kalendereintrag mal schauen, ob wir da zusammenpassen oder was wie ich da weiterhelfen kann. Das geht nur über Telefonakquise. Ne? Telefonakquise B2B, das kann noch kein Tool da draußen, was dieses Mittelfeld, diese Vorqualifizierungsstufe hier leistet. Ja, da gibt es keine Tools, keine Automatisierung, gibt es noch, also das müssten schon sehr, 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 sehr intelligente Computer sein oder Artificial Intelligence in 50 Jahren vielleicht oder sowas. Ja. Und